3, 2, 1, Leute. Wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Buongiorno und Gnaiden. Macht euch gefasst auf das wundervollste, saftigste und gleichzeitig knusprigste Fried Chicken Rezept eures Lebens. Ihr wisst, wir haben schon so das ein oder andere Mal Hühnchen frittiert auf diesem Kanal. Dann mit Josef zusammen haben wir wieder Hühnchen frittiert. Und vor allem bei dem Video mit Josef haben sehr viele nach dem genauen Rezept und den genauen Mengenangaben gefragt. Deswegen würde ich sagen, bringen wir die ganze Sache mal auf den Punkt, weil ich habe im letzten Jahr sehr viel frittierte Hühnchen-Erfahrung gesammelt, Leute. Und ein sehr optimiertes, wirklich, wirklich saftiges Hühnchen für euch am Start. Und das möchte ich euch heute, zeigen, zusammen mit ebenfalls einem wirklich richtig, richtig guten Krautsalat. Leute, viel Spaß! Ja, Leute, los geht's. Und ich habe ja auch schon eine sehr schöne Selektion an Der Mario hat immer ein Auge auf die Ordnung hier. Was brauchen wir für frittiertes Hühnchen? Richtig, wir brauchen Hühnchen. Und guck mal hier, meine Selektion an heutigen frittierbaren Material. Wir haben Wings, wir haben Filet, schön geschnitten. Dann machen wir so KFC-Style Stripes, Chicken Stripes. Und wir haben meinen persönlichen Liebling. Schaut mal hier, ein entbeinten Hühnchenschenkel. Das ist wirklich das beste Stück eines Hühnchens, was du in eine Fritteuse werfen kannst. So Leute, ich komme kurz aus der Vergangenheit zu euch. Wir sind hier am Hühnerbeine entbeinen. Einen haben wir schon und jetzt kommt der zweite. Ihr habt das schon oft gefragt, wie ich das mache, deswegen dachte ich, ich zeige euch das. Warum mache ich das überhaupt? Ganz einfach, ihr könnt die Haut dran lassen, ihr könnt das Fett dran lassen und das bedeutet wiederum im Umkehrschluss, Leute, mehr Juice. Ich muss an der Stelle auf jeden Fall auch Credits an den Kollegen Klaus Grillt geben, weil von dem weiß ich, wie man so ein Hühnchenbein entbeint, weil er hat ein super Tutorial auf YouTube, wie man das macht. Schritt 1, ich kann es noch nicht so gut, also es bleibt relativ viel Material am Knochen hängen, aber ich werde besser. Schritt 1, einmal hier alles durchtrennen. Tief unten am Gelenk, schön die Sehnen. Schritt 2 ist, ihr sucht euch den Knochen hier oben, von der Ferse nach oben zum Knie. Muss noch ein bisschen mehr schneiden, bis hoch zum Gelenk. Und dann schneidet ihr von dem Gelenk zu dem Gelenk. Normalerweise, Leute, beziehungsweise sehr oft, bekommt ihr dieses Teil und hier oben ist noch ein Part mit einem Knochen. In dem Fall muss der auch noch abgemacht werden, das ist dann noch ein bisschen komplizierter. Und die Kunst letztlich, so wenig Material wie möglich am Knochen zu lassen und so viel wie möglich natürlich bei eurem Stück, das ihr dann letztlich grillen wollt bzw. frittieren. Und jetzt könnt ihr quasi mit den Händen einmal von oben und von unten bis zum Gelenk das Fleisch vom Knochen ziehen. Und jetzt müsst ihr nur aufpassen, hier ist ein kleiner Knochen, der ist wie so eine Nadel. Der muss auf jeden Fall dranbleiben, beziehungsweise sollte nicht in eurem Fleisch sein. Und jetzt könnt ihr hier langsam ums Knie versuchen, wie gesagt, so viel Material wie möglich mitzunehmen, so wenig wie möglich am Knochen lassen und langsam und vorsichtig um dieses Gelenk schneiden. Und da haben wir unser entbeintes Hühnchenschenkelchen. Jetzt könnt ihr hier oben noch einmal abschneiden. Das ist so das Einzige, was ein bisschen nervt beim Essen, wenn man das mit drin hat, zu viel von diesen Sehnen einzeln. Alles andere hier oben, solange ihr jetzt nicht aus Versehen einen Knochen mit reingeschnitten habt, werdet ihr nicht merken beim Essen und es wird ultra smooth sein, das verspreche ich euch. Schön die Haut oben lassen, das gibt nochmal extra Geschmack und ja, sieht sauber aus. Wir beginnen das Ganze mit 3 Eiern, Leute. Hat sogar funktioniert, Alter. So, ich persönlich mag mein frittiertes Hühnchen am liebsten mit Buttermilch einlegen. In Buttermilch einlegen, in Kombination natürlich mit den Eiern. Davon brauchen wir 500 Milliliter. Dann verrühren wir die Eier, wie ihr sehen könnt, und geben die Buttermilch dazu. So Leute, fangen wir mal mit dem wichtigsten Bestandteil der Buttermilch an und das ist Salz. Salz nimmt eine sehr entscheidende Rolle ein, weil es dafür sorgt, dass der Saft im Hühnchen bleibt. So,
Theoretisch kann man bis zu 5% Salz zur Flüssigkeit geben. Die Buttermilch hat auch noch ein bisschen Salz. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass 2-3% so der perfekte Sweet Spot sind, was Salz betrifft. Weil wenn es zu viel Salz ist, dann ist es zwar extrem saftig, aber es wird fast schon wässrig. Und so der Gesamt-Chicken-Geschmack geht verloren. Deswegen kommen da jetzt unsere 10 Gramm rein. Dann haben wir Cayenne-Pfeffer. Ich persönlich gebe 2-3 Esslöffel rein. Ist natürlich auch Präferenzsache, wie scharf du es gern hättest. Weiter geht's direkt mit Knoblauchpulver. 2 Esslöffel. Teelöffel meine ich. Und zu guter Letzt ein bisschen Säure, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Einen Schluck. Das mache ich nach Augenmaß immer. Essiggurkensaft. So, schön einrühren. So, und dann würde ich sagen, nehmen unsere Hühnchen ein Bad. Fangen wir mit den kleinen Teilchen an, weil die Schüssel geht nach unten zu und dann können die unten schwimmen. Wir haben eine gute Platzeinteilung. Einfach rein mit euch. Dann kommen die Chicken Stripes rein. Zack. Noch ein paar Wings. Wir haben 3 Wings. Und jetzt kommen die Big Boys. So, hier ist noch ein bisschen Platz. Schaut, dass alles schön mit Buttermilch bedeckt ist. Wenn ihr von einer Sache nicht trinken sollt in eurem Leben, dann ist es davon, Freunde. Also, Freunde, das Ganze kommt jetzt für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank und für maximal bzw. sogar noch besser 12 Stunden schön über Nacht in den Saft einziehen lassen. So eine Stunde auf sein Chicken zu warten, ist auf jeden Fall eine lange Zeit. Aber auf der anderen Seite auch die beste Gelegenheit, um eine schöne Beilage vorzubereiten. Und in unserem Fall wird es der Krautsalat sein. Wir haben ja schon vorbereitet alles, was wir für den perfekten Krautsalat brauchen. Und wir beginnen mit der Karotte, Leute. Jetzt kommt der absolute Pro-Tipp, für den einen oder anderen vielleicht offensichtlich. Aber hobelt eure Karotte nicht so, sondern so. Damit kommt ihr schön längere Streifen, was dann letztlich auch im Krautsalat selbst schöner wird. Und passt auf eure Finger auf, Leute. Weiter geht's mit unserer Zwiebel. Wir brauchen eine rote Zwiebel. In schön dünne Streifen. Petersilie. So, Petersilie geschnitten, Karotten fein gehobelt und die Zwiebeln ebenfalls fein geschnitten. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Stargast des Salats. Unser Kohlkopf. Wir haben 1/4 Weißkohlkopf. Und am besten schneidet ihr den so, dass ihr dieses Ding da zuerst mal rausbrecht. Dann den einmal teilt. Dann könnt ihr den ein bisschen aufbiegen. Und dann könnt ihr den schön einfach lecker. Den könnt ihr euch jetzt auch noch in kleine Stückchen brechen und auch schön sauber mit aufschneiden und mit reinnehmen. Alles ist bereit und die Kunst am Ende des Tages wird sein, dass dieser Krautsalat gleichzeitig smooth und weich wird, aber trotzdem noch knackig bleibt und dass der eine gewisse Massivität behält. Also du willst schon, dass er ja mächtig ist. Aber es soll trotzdem leicht sein. Das darf nicht so ein schwerer Mayo-Sumpf sein. Und dafür brauchen wir erstmal den richtigen Salzgehalt zu unserer Krautmasse. Deswegen am besten hebt euch die Schüssel auf, wiegt die einmal kurz ab, beziehungsweise stellt die schön auf Null. Dann nehmt alle eure Zutaten und wiegt die euch ab. Dann kommen Karotten und Zwiebeln dazu, die habe ich eben kurz rausgegeben. So, und dann haben wir genau 259 Gramm Gesamtmasse, Leute. 8% sind 21 Gramm Salz. Wir brauchen genau 8% Zucker von der Gesamtmasse und 8% Salz von der Gesamtmasse. Und dann lassen wir das für genau 5 Minuten ziehen. So, den Timer stellen wir genau auf 5 Minuten. Und ihr merkt jetzt schon nach 10 Sekunden, dass das Kraut viel weicher ist und ordentlich Wasser abgibt.
Und das ist auch ein Grund, warum es wichtig ist, so schön dünn zu schneiden bzw. zu hobeln. Umso dünner ihr das schneidet, Leute, umso mehr Fläche, Kontaktfläche habt ihr wieder von Salz und Zucker zu Kraut. Das heißt, umso mehr Wasser bekommt ihr raus aus dem Ding und umso weicher wird es am Ende des Tages. Der Krautsalat muss raus und abgegossen werden. Das geht super schnell, Leute. 5 Minuten und es kommt extrem viel Wasser raus und ihr habt schon den perfekten Salzgehalt für euer Kraut. Ihr solltet es nur nicht sehr viel länger ziehen lassen bzw. sehr viel mehr Salz nehmen, weil sonst ist es zu salzig. Probieren wir mal. Ja, ist perfekt. Genau richtiger Salzgehalt. Konsistenz ist perfekt, schön smooth, schön weich. Und jetzt kommt ein ebenfalls sehr, sehr wichtiger Schritt, der dafür sorgt, dass Kraut nicht schwer und matschig wird und zusammengezogen, sondern dass es schön luftig bleibt. Und anstatt den jetzt auszupressen, ja, einfach die Flüssigkeit wegzudrücken, legen wir den hier schön auf ein Tuch und lassen das Tuch die Arbeit machen. Wie Luigi. Das ist wie Pizza belegen, Bruder. Guck, Bruder, eine große Familienpizza geht rein. Den lassen wir jetzt entspannt. Entspannen und in der Zwischenzeit, Leute, machen wir das Dressing. Und dafür, Leute, habe ich ein paar sehr spezielle Zutaten. Das Interessante ist jetzt, dass dadurch, dass wir das Kraut schon so schön vorbearbeitet haben, dass wir nicht mehr viel Dressing brauchen. Es braucht nur noch einen kleinen Klecks. Und wie gesagt, wir haben sehr besondere Zutaten. Es beginnt mit Mayo. Ganz besonders. Und dann hier mein Baby, japanische Mayo. Da machen wir 50-50 mit der normalen Mayo. Ein Schluck Essiggurkensaft, ebenfalls sehr, sehr speziell. Senf, Leute. Hier so mittelsüß bzw. mittelscharf. Das sieht sehr schön aus, der Senf, muss ich sagen. Und noch ein bisschen Zucker. Pfeffer geht auf jeden Fall auch noch klar. Salz ist wie gesagt nicht nötig. Der Krautsalat hat den perfekten Salzgehalt. Ich schwör's euch, diese japanische Mayo, die macht's einfach. Und die kannst du nicht nachmachen. Allein wie sich die Flasche anfühlt. Nimm die mal in die Hand, bitte. Wow. Ich hab sie. Crazy. Die ist wild, Leute. Da hab ich gar müßig gegessen. Und ihr werdet gleich sehen. Ist auf jeden Fall eine Mission, so einen Krautsalat fertig zu kriegen, aber es lohnt sich, Leute. Schau mal, wie smooth der ist. Ich zeige euch das. Wie Spaghetti. Also einfach aufwickeln. Für dich. Ich soll probieren. Bitte. Der ist wild, hä? Was soll ich sagen? Und ihr hört der Crunch trotzdem. Ich werde es so beschreiben, aber das ist stark. Das ist wie ich es gesagt habe, oder? Ganz anders mit Satz. Aber schmeckt sehr gut. So, Leute, was ihr auf gar keinen Fall vergessen dürft bei diesem Krautsalat, ist die Petersilie dazu zu geben, bevor ihr das Dressing reingebt. Bevor ihr das Dressing reingebt. Schön mitnehmen hier. So, liebe Freunde, der Mario hatte den spontan, aber doch sehr... Doch sehr schön Einfall, muss ich an der Stelle sagen, nehme ich noch eine Käsesoße dazu zu machen. Ihr erinnert euch, bei Yusuf hat auch Yusuf einen spontanen Einfall gehabt, die Käsesoße ins Spiel zu holen. Boah, geht, da seht ihr, wie das dampft, Alter. Die hat die Sache einfach nur schöner gemacht, deswegen würde ich sagen, machen wir eine Käsesoße. Wir hatten Glück, dass wir zufällig noch Cheddar hier hatten, den wir bereits gehobelt haben und der leuchtet einfach. Was für eine wilde Farbe, oder? Ja. Genau, und damit machen wir jetzt eine schön smoothe Käsesoße, in die wir die Chicken dippen werden. Und ja, dann boah.
Alles Gute fängt mit Butter an, so auch eine Käsesoße. Dass es nicht an einer Stelle bleibt. Bitte? Kannst du. Also wir erhitzen die Butter auf so mittlere bis hohe Hitze, ganz entspannt, nicht zu viel Gas, wirklich. Sie soll schön schaumig sein, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und wir haben hier schon unser Mehl fürs Chicken später, davon gebe ich so ein bis zwei Esslöffel rein. So, und dann machen wir uns hier eine leichte Roux. Wirklich nur ganz leicht, die soll noch schön hellgelb sein. Und wenn ihr die Roux habt, aka Mehlschwitze, kommen 230 ml Milch dazu. Immer schön weiter rühren. Das Rezept habe ich übrigens von so einem, ich weiß nicht, so eine Kochdame auf YouTube. Das habe ich mir schon sehr oft gemacht und ist auch sehr stabil. Und wie ihr sehen könnt, es fängt schon an zu blubbern. Und das ist der Punkt, an dem ihr eigentlich schon wieder runterschaltet und euren Cheddar reingebt. Schön hobeln vorher, dann schmilzt er auch schneller. Wie gesagt, von der Hitze könnt ihr schon wieder runtergehen. Und immer halt am Ball bleiben, aufpassen, dass da euch nichts reinbrennt. Dann rührt ihr den schön unter die Soße. Jetzt halt die Sache, Leute, je nachdem wie salzig euer Käse bereits ist, muss man kurz abschmecken. Kann man nach Belieben auf jeden Fall noch Salz dazugeben. Ich finde den jetzt schon, ich finde den jetzt schon relativ würzig, Bruder. Aber wir geben trotzdem ein kleines Brieschen Salz hier rein. Und was auch noch sehr gut ist, ist ein bisschen Cayenne-Pfeffer. Auch nicht zu viel, das reicht. Und wie ihr sehen könnt, Leute, Mario, du kannst es sicher auch sehen, das ist eine Baba-Käsesoße. Das ist eine homogene Masse. Das ist die Käsesoße, in die du deine Nachos dippen wirst. Unsere Hühnchenteile haben jetzt sogar 2 Stunden im Kühlschrank verbracht. Das hat ein Weilchen gedauert, bis wir fertig waren. Und ich habe 350 Gramm Mehl vorbereitet mit noch ein paar weiteren Zutaten, die wir jetzt gleich hier reingeben werden. So, und jetzt lasst uns mal über die Panierung sprechen oder Panade. Panierung, Panade. Wie auch immer, Leute, dazu kommen 50 Gramm Maisstärke. So, die Maisstärke ist auf jeden Fall sehr wichtig, Leute, weil es einfach noch eine Art Mehlmasse mit in der Masse ist, die allerdings keine Glutenstruktur, also eine weniger elastische Struktur mit dem Wasser in der Milch eingeht. Und diese weniger Elastizität führt letztlich zu mehr Crunch, Leute. Weiter geht's, Leute, mit Cayennepfeffer. Da sind so 2 bis 3 Teelöffel. Cayennepfeffer ist natürlich auch optional, je nachdem wie scharf man es mag, mehr oder weniger. Und geräuchertes Paprika, Leute. Habe ich vorhin vergessen, irgendwie, es muss auf jeden Fall auch normales Paprika rein. Ist auch nicht so schlimm, wenn es nicht drin ist. So, da könnt ihr auch ein bisschen freestylen. So. Für mich ist das die perfekte Zusammensetzung, die perfekte Gewürzzusammensetzung. Aber es spricht auch gar nichts dagegen, ein bisschen experimentierfreudig zu sein, Leute. Ich stolz auf dich. Wieso? Das ist die Packung schön zu nehmen. Danke. Also jetzt hier keine Werbung, aber für den Hersteller dieses Produkts. Ich hatte noch nie so eine Tüte und Mario bringt die mit. Wie gesagt, Bruder, wir brauchen unbedingt noch Paprikapulver für heute. Und dann mache ich die zu, so. Und Mario kommt so zu mir und sagt, soll ich dir mal zeigen, wie das geht? Jetzt also Leute, für alle, die so oft... Ich zeige euch, was ich gelernt habe. Einmal falten. Nochmal falten. Und dann einmal nach links. Und einmal nach rechts. Schön, oder? Stark. So, vom Paprika zum Knoblauchpulver. 1 bis 2 Teelöffel einfach rein. Und dann noch stramme, ich glaube 15 Gramm sind das, ja genau, Salz. Dann schön vermengen, dass an jeder Ecke dieses Pools auf jeden Fall gleich viel Knoblauch, gleich viel Salz, gleich viel Maisstärke, gleich viel Mehl, gleich viel Paprikapulver, gleich viel geräuchertes Paprika und gleich viel Cayennepfeffer ist. Liebe Zuschauer und Zuschauer. Dem Öl geht's gut, oder? Dem Öl geht's gut. Auch ein guter Trick, auf jeden Fall sein Öl schon mal so auf mittlere Stufe zu machen, dann dauert es nicht so lange, bis es heiß ist. Jetzt kommt mein Lieblings-Fried-Chicken-Tipp von allen, und zwar, ihr nehmt was von diesem Saft hier. Habt ihr euch schon immer gefragt, wieso das letzte Chicken
dass ihr frittiert das Beste ist und die fettesten Brocken dran habt, ja, das liegt daran, weil die Masse und die Flüssigkeit, die ihr hier reingebt, Klumpen bildet und die dann zu geiler Kruste werden. Also was machen wir? Wir geben hier schön Fett vorher Masse rein, beziehungsweise Flüssigkeit, und machen unsere eigene Klumpen, bevor überhaupt das erste Chicken reinkommt. Dann habt ihr vom ersten bis zum letzten, ich meine, das letzte hat trotzdem dann die krassesten Klumpen, das muss schon gesagt werden, aber auf jeden Fall stabile Klumpen, stabile Brocken und stabile Kruste am Start. Oder, Mario? Ich glaube schon, ja. Und vermanscht es hier so schön. So, und jetzt kann nichts mehr schief gehen, Leute. Ihr habt es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch dieses Hühnchen... Naja, okay, wir müssen noch frittieren, da kann einiges schief gehen. So, wir fangen mal mit einem Flügel an. Einmal rein in die Masse. Ihr macht eine trockene und eine feuchte Hand. Jede nasse Stelle muss einfach mit Mehl bedeckt sein. Und ablegen. Wo sind unsere Stripes? Schon ein bisschen weird, da so Hühnchenteile rauszufischen. Ne? Ich bin gleich zwei auf einmal. Und ihr seht, was ich mit Brocken meine, oder? Jetzt einen von meinen Lieblingsteilen, den entbeinten Schenkel, Leute. Und immer mit den Brocken arbeiten, ich kann es nicht oft genug sagen. Weil wenn ihr alles richtig macht, Leute, dann sieht er am Ende des Tages aus wie dieser, kennt diesen Typ von Fluch der Karibik? Dieser mit den, genauso muss es aussehen. Bruh. Okay, brauchst du jetzt nicht mehr viel. Wie gesagt, Leute, ich habe euch das nicht umsonst gesagt. Eine trockene und eine feuchte Hand. Da geht nichts schief. So, 170, 172. 174,3. Ja, die Temperatur ist auf jeden Fall extrem wichtig, Leute. Nicht nur, damit die Feuerwehr rechtzeitig in Feierabend gehen kann, sondern damit ihr auch die perfekte Frittierbräunung bei eurem Chicken habt. Ich würde sagen, dass für kleine Teile, wie beispielsweise Chicken Wings oder die Chicken Stripes, die wir gemacht haben, 170 die perfekte Temperatur ist, weil die sind auch nur kurz drin, sind demnach auch sehr schnell durch und müssen demnach auch ein bisschen schneller auf Farbe kommen als ein größeres Teil. Und ich würde immer von klein nach groß arbeiten. Heißt, wir fangen jetzt mit einer etwas heißeren Temperatur mit den Chicken Wings an, bei 170 Grad ungefähr. Dann haben wir eigentlich nur noch ein größeres Teil und das sind unsere Schenkel, wo wir dann runtergehen, so auf 150 Grad. Wenn die zum Beispiel noch am Knochen wären, bräuchten die viel länger, dass sie durch sind. Und da könnt ihr so bei 140 frittieren, weil die voll lang drin bleiben müssen, bis sie auf ihre 72 Grad Kerntemperatur kommen, wo dann Hühnchen durch ist. So zwischen 72 und 80 müsst ihr irgendwo landen, dann habt ihr auf jeden Fall ein schön zartes und noch saftiges Hähnchen, Leute. Und noch ein weiterer Hinweis, bevor die Chickens reinkommen, Leute. Nehmt auf jeden Fall auch ein Öl, das ihr heiß erhitzen könnt, also ein Rapsöl, ein Sonnenblumenöl oder ein extra Frittieröl vom Hersteller aus. Auf jeden Fall kein Olivenöl und nichts, was irgendwie anfängt zu brennen. Und mit diesen Worten, Freunde, kommen jetzt endlich nach so langer Zeit, würde ich sagen, mal ein Hühnchen rein, beziehungsweise ein Hühnchenflügel. Schön vorsichtig, damit wir die Panierung nicht zerstören, nicht fallen lassen. Und dann lassen wir den machen. Das frittierende Objekt sollte im Idealfall eigentlich von allen Seiten mit Öl bedeckt sein und keine Wand treffen, weil sonst verbrennt es an der Stelle. Aber manchmal lässt sich einfach nicht anders machen. Ein Wing ist meistens so bei 4 bis maximal 5 Minuten fertig. So. Auf die Landebahn. Immer so sanft wie möglich mit den Dingern umgehen. Ich finde, die Farbe ist perfekt. Der sieht schön aus, ne? Und der zweite Flügel geht rein. Auch vorsichtig reingeben, Leute, nicht fallen lassen, okay? Nicht einfach reinfallen lassen und vor allem immer von euch weglegen. Das haben wir von Jürgen gelernt, wie ein Schnitzel. Damit es schön von euch wegspritzt und nicht auf euer schönes Shirt. Wild. Zwei Strips kommen rein. Guck mal diese Hähnchen-Stripes an. Müssen wir dazu noch irgendwas sagen, ey. Wie macht ihr die da?
Guck mal hier, du siehst, das ist so eine nackte Stelle und du denkst, es ist nicht gut bedeckt mit Panierung. Aber so sah der hier auch aus, Leute. Und es ist wie, als ob die Panade nochmal aufgehen würde und sich verbinden würde. Der gehört mir. Sie sehen wir dann, wem der gehört. Oder? Das ist wunderschön, gell? Mhm. Das Öl ist auch, für meinen Geschmack, habe ich ein bisschen zu hoch gegeben. Nehmt einen tiefen Topf bzw. Gefäß, macht es halb voll mit Öl, sodass das Hühnchen schön drin schwimmen kann, aber ihr auch noch ein bisschen Schutzwand habt und es nicht... Guck mal, Leute. Jetzt kommt was Böses. Sieht man schon, Alter. Boah. Das ist einfach Big Papa. Was geht? Ganz vorsichtig, wir werden nichts kaputt machen. Der wildeste ever einfach. Was geht einfach? Der Millennium Falke. Han Solo. Ist unterwegs, Alter, oder? Der geht rein als Fluch der Karibik und kommt raus als Falke. So, liebe Freunde, es ist soweit. Wir haben hier einen Berg von schönen frittierten. Auch ich muss sagen, alle haben die schön gleiche Farbe, oder? Also es ist wirklich ein tief golden brown bei jedem einzelnen Stückchen. Der Krautsalat frisch aus dem Kühlschrank geholt, die Soße frisch erwärmt. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, damit die nicht wieder hart wird. Und ich würde sagen, lass uns nicht lang um den heißen Brei rumreden. Die Chicken sind fertig. Ich schnapp mir hier einen von diesen Crispy Chicken Stripes. Und ja, jetzt geht's rund. Rein da. Ah, die ist schon ein bisschen... Ich muss hier einmal umrühren. Sagen. Obwohl das Hähnchenbrust ist, das eigentlich trockenste von allem, was es gibt, schmeckt einfach brutal. Die Panade ist crunchy, schön viel Fett und Saft zwischen dem Chicken und der Panade und einfach die richtige Würze, die richtige Schärfe und ihr seht, Crunch ist da. Die Cheddar-Soße. Das sind die besten Fried Chicken, die ich hier hinbekommen habe. Nur bei der Soße muss man sich ein bisschen beeilen. Jetzt nehmen wir einen von diesen schönen Flügelchen. Was? Was ist mit dem Coleslaw? Lass mich erstmal Chicken essen. Lass mich erstmal Chicken essen. Ich nehme mal hier, der sieht schön aus, hä? Das ist ein Herz. Boah. Einmal teilen und rein. Mm. Mal zartes, saftiges Hähnchenfleisch. Oh! Nimm mir mal so ein Chicken Ding, bitte. Das ist meine. Der ist wild, mit schönen Käsesoße. Ich bin sehr gespannt, Lukas. Das ist wild, oder? Mhm. Ja, Lukas, das beste Fried Chicken, was ich je gegessen habe. Das wollte ich doch hören. Nimm jetzt den Kurser. Damit das, glaube ich, jeder skippen. Niemand skippt meinen Coleslaw, Alter. Ich sage es euch, niemand skippt meinen Coleslaw. Der ist extrem wichtig, Leute. Schau mal hier. Wie ich euch vorhin schon gesagt habe. Schön weich, aber trotzdem crunchy und massig. Aber trotzdem leicht. Das ist eine Gabel, oder? Hört ihr, wie viel Biss da noch drin ist? Das cruncht einfach bei jedem. Ich will mich nicht zu krass selber loben, irgendwie.
Aber es cruncht halt einfach. Was soll ich machen? Ich meine, ich lobe mich eh nicht selber. Das Rezept ist ebenfalls von Kenji. Beziehungsweise ein bisschen auch weiterentwickelt von mir. Aber jetzt kommen wir zum Big Popper. Das Teil, worauf alle gewartet haben. Und das Beste, was du in eine Fritteuse geben kannst. Leute, gebt euch mal das Ding. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, Alter. Boah, zum Glück habe ich so eine breite Schale genommen. Puh. 3, 2, 1, Leute. Dieses Teil liefert einfach immer ab. Auf den Schenkel ist einfach immer Verlass. Guck mal, Leute, wie schön saftig. Und das, was ich meine, einfach zwischen Panierung und dem Hähnchen so viel Saft. Ja, Leute, eine weitere schöne Folge von Kochen mit Lukas geht zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht das Ding auf jeden Fall nach, genauso. Und ich verspreche euch, ihr werdet einen wundervollen Abend haben, Leute. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Macht's gut. Peace. Ja, dieser Coleslaw ist aber schon auch wirklich wild. Du glaubst mir nicht, Mario. Du nimmst meinen Coleslaw nicht ernst. Aber der ist einfach, das gehört einfach zusammen. Der, dieses Ding und ein Burgerbun, Feierabend. Wer weiß, was zu tun ist. Mhm.